Nadel und Pop-Titan Dieter Bohlen führten eine jahrelange On-Off-Beziehung. Während er glücklich mit seiner Carina ist, blieb ihr das Liebesglück bis jetzt verwehrt. Ich träume von einer Hochzeit mit weißer Kutsche, am liebsten in Blankenese, verriet Nadja Nadel Abd El Farak, 58, vor 2 Jahren der Bild. Ein Lebenstraum, der ihr bisher verwehrt bleibt. Wie der Wunsch nach einem Kind. Ich wurde immer vertröstet. Gerne wäre ich auch Mutter geworden. Während ihr langjähriger Ex-Freund Dieter Bohlen mit seiner Carina, 39, seit 18 Jahren glücklich ist, nochmal Vater zweier Kinder wurde und jetzt, wo er 70 wird, sogar von Hochzeit spricht, scheint es in Nadels Leben keinen Partner zu geben. Und das seit Jahren. Wie Nadels Traumprinz aussieht, es darf kein weltfremder Langweiler und Spießer sein. Dabei bringt Nadel nach eigener Einschätzung viele Qualitäten mit: bedingungslose Treue, Ehrlichkeit und Loyalität. Was ein Mann haben muss, um ihr Herz zu gewinnen? Es muss kein Prinz auf einem weißen Ross sein, aber es darf auch kein weltfremder Langweiler und Spießer sein. Er muss mit mir und meiner Art zurechtkommen, gerne ein Mann ab 60, der aber bitte keine Altlasten mit sich bringt. Von denen dürfte die 58-Jährige allerdings selbst ein paar mitbringen, denn ihr bisheriges Liebesleben verlief nicht gerade undramatisch. Er war seit Dieter Bohlen der erste und einzige Mann, für den ich mehr empfunden hatte. In ihrer Biografie Achterbahn, 2018 erschienen, schildert Nadja die Beziehung zu einem namentlich nicht genannten Mann. Er war seit Dieter Bohlen der erste und einzige Mann gewesen, für den ich mehr empfunden hatte. Doch was so schön begann, wurde im Lauf der Zeit immer unschöner. Unsere Beziehung kühlte sich immer mehr ab. Wir lebten mittlerweile nur noch wie Bruder und Schwester zusammen, Sex gab es keinen mehr. Ich litt unter der Situation. Der Eklat kam im September 2012 beim Essen in einem italienischen Restaurant. Wir stritten so heftig, dass ein Freund, der dabei war, meinte: "Also, das mit euch beiden wird doch sowieso nichts mehr." Er holte aus und schlug mir ins Gesicht. Nach dem Restaurantbesuch habe sich die Situation nicht beruhigt, im Gegenteil, im Auto sei es weitergegangen. Laut Nadel soll ihr damaliger Freund ihr gegenüber gewalttätig geworden sein, als sie aus dem Fahrzeug aussteigen wollte. Sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er holte aus und schlug mir ins Gesicht. Es tat weh, ziemlich weh. Nicht nur im Gesicht, sondern vor allem in meinem Herzen. Ich hielt meine schmerzende Wange und sagte nichts mehr, weinte nur leise vor mich hin. Im Jahr 2008 wäre Nadel fast vor den Altar getreten. 2008 hatte Nadja noch Hochzeitspläne mit dem österreichischen Marketingmanager Thomas Schnöll geschmiedet. Für ihn zog sie sogar von Hamburg nach Salzburg. Doch es kam immer wieder zu heftigen Streitereien. 2009 erklärten beide die Beziehung für beendet. 4-monatige Beziehung mit Ralf Siegel endete in einem Fiasko. 2001 hatte Nadel eine 4-monatige Liaison mit Musikproduzent Ralf Siegel, 78. Auch diese endete mit einem großen Medienecho. Ihr damaliger Manager Graf Gerd Bernadotte, 60, verlangte für ein großes Exklusivinterview des ungleichen Paares 40.000 bis 50.000 Mark von TV-Sendern. Als Siegel davon erfuhr, war er am Boden zerstört, erklärte er damals der Bild: "Ich fühle mich leer, ausgehöhlt. Mir kommen noch nicht mal Tränen." Nadel machte kurz darauf Schluss per SMS, der Inhalt blieb nicht geheim: "Ich habe dich gerne. Aber ich habe es mir noch mal überlegt. Es geht nicht. Ich wünsche dir alles Gute." Von da an tobte eine Schlammschlacht zwischen Nadel und der Siegel-Familie. Ralfs Tochter Julia Siegel, 48, sagte damals gegenüber dem Magazin Bunte: "Er war blind vor Liebe, und Nadel hat ihn schamlos ausgenutzt."
Nadja Abd el-Farrakh schoss derweil in der Gala zurück: Ich würde Ralf im Moment nicht mal grüßen. Mir reicht es mit seiner ganzen Sippschaft in München. 11,5 Jahre lang war sie mit Dieter Bohlen zusammen. Nadels mit Abstand längste Beziehung war also die mit Dieter Bohlen, wenn auch mit Unterbrechungen. In einer Disco im Hamburger Stadtteil Eppendorf lernte sie den Musiker kennen. Sie schloss sich seinem Projekt Blue System als Backgroundsängerin an. Von 1989 bis 1996 und von 1997 bis 2001 waren die beiden ein Paar. Was dazwischen geschah: Dieter heiratete in Las Vegas eine gewisse Verona Feldbusch, heute besser bekannt als Verona Poth, 55. Ein kurzes Intermezzo, nur 4 Wochen nach der Hochzeit folge das aus. Er kehrte nur wenig später zu Nadel zurück. 2001 war die Beziehung aber endgültig passé. Das Beziehungschaos mit Dieter soll bei Nadel dazu beigetragen haben, dass sie immer öfter zur Flasche griff. Seine ganzen Frauengeschichten, die erste Trennung, die zweite Trennung, Einzug, Auszug und so weiter, haben mich sehr mitgenommen. Ich fing damals aus Frust an, mehr zu trinken. In ihrem Buch schreibt Nadel ausführlich über ihre folgende Alkoholsucht, ihre Geldprobleme und ihre Diagnose Leberzirrhose, die sie 2017 publik machte. Andreas Ellermann will Nadel unter die Arme greifen. In jüngster Zeit sieht man Nadel meist an der Seite des Hamburger Unternehmers Andreas Ellermann, 58. Er hat es sich laut eigener Aussage zur Aufgabe gemacht, die Bohlen-Ex nach einer heiklen psychischen und finanziellen Phase wieder aufzupäppeln. Er verschaffte ihr unter anderem eine neue Wohnung und auch einige Auftritte als Sängerin auf Mallorca. Mehr als eine publikumswirksame Freundschaft ist das zwischen Nadel und Andreas aber nicht. Nach einer Beziehung mit Patricia Blanco, 52, soll er frisch verliebt in die Dänin Ilka, 45, sein. Bleibt zu hoffen, dass Nadel ihren Traum von der großen Märchenhochzeit behält. Denn für wahre Liebe ist es bekanntlich nie zu spät.